man hat eine Blutung, es läuft, es kleckert Milch aus der Brust, man heult. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hallo. Karen kennt ihr ja aus unserem ersten Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Karen ist meine betreuende Hebamme und wir beantworten heute eure Fragen zum Thema Wochenbett. Genau. Das hast du ja noch ein bisschen Zeit, aber gut vorbereitet ins Wochenbett zu gehen, das ist ja, finde ich, immer schon eine Sache, richtig, die wichtig ist. Genau. Und da habe ich natürlich auch ein paar Fragen gesammelt von euch. Die werden wir mal so ein bisschen durchgehen und dann kannst du ja auch noch ein bisschen aus dem Petto erzählen. Und du hast auch was mitgebracht, darauf freue ich mich auch schon. Wir zeigen gleich noch ein bisschen was. Genau. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr neu hier seid. Und euch erwarten ganz viele spannende Videos zum Thema Baby, Kleinkind und Alltag einer Mami. Ganz grundsätzlich erstmal, was erwartet einen eigentlich im Wochenbett? Du weißt, dass ein Wochenbett einfach nicht so ist, wie man das vielleicht sich so vorstellt mit der Idee, ach, dann kriegt man das Baby und ist man da 3-4 Tage im Krankenhaus und dann geht man nach Hause und dann hat der Mann ja frei und man hat Elternzeit und dann ist man irgendwie dabei, irgendwie sich die Zeit zu vertreiben und draußen rumzulaufen und ins Café zu gehen und spazieren zu gehen und ein Candlelight-Dinner am Abend einzunehmen und der Mann zupft Feldsalat und so. So ist es ja dann meistens nicht, sondern nee. Das Wochenbett ist ja ein schöner, altmodischer Begriff. Das Wort Wochen und Bett kommt drin vor, Wochen im Plural. Das heißt, der Ort, wo man sich vorwiegend aufhält in der ersten Zeit und aufhalten sollte und man einem ist auch danach dann, also spätestens wenn man im Wochenbett ist, kommt man auf andere Ideen wahrscheinlich auch eh erstmal nicht, dass man wirklich einen Ruheraum braucht, einen Erholungsraum, einen Ruheraum, einen Ort, wo das Wochenbett sozusagen Wochenbett sein kann mit allen Prozessen, die körperlich notwendig sind, also einfach, weil man ein Kind gekriegt hat. Man muss ja keine wunderbar anstrengende Geburt mit vielen medizinischen Interventionen gehabt haben. Eine Geburt ist immer eine körperliche Höchstleistung und möglicherweise gibt es dann on top eben auch noch so ein paar Sonderbaustellen, zu denen wir vielleicht dann irgendwie kommen. Also sprich, das in Gang kommen der Milchproduktion, das Stillen, das ist beim ersten Baby ja auch vollkommen neu und man denkt, oh, man legt mal das Baby an. Am Anfang braucht man irgendwie 7 Arme und der Nippel und was hält man fest und so. Deshalb kommt zum Stillen, ne? Wenn man sich überlegt, gibt es noch einen gesonderten Teil, noch ein drittes Video. Da gehen wir jetzt also nicht so intensiv drauf ein, aber das ist natürlich ein zentrales Thema im Wochenbett. Und dann die Gebärmutter muss sich wieder zurückbilden. Und in der Gebärmutter ist die Plazentafläche als Wunde, das heißt, man blutet. Dann hat man hoffentlich keine großen, aber man hat möglicherweise Dammverletzungen. Und fühlt sich einfach insgesamt, also man hat eine Blutung, es läuft, es kleckert Milch aus der Brust, man heult, also überall läuft es sozusagen. Und man ist einfach müde. Man ist müde, man pennt natürlich nicht mehr. Es ist einfach wirklich so ein körperlich und emotional vor allen Dingen auch fragiler Zustand. Und da gehört man ins Bett, in so ein Kokon mit Schnittchen, die einem serviert werden, im besten Fall. Das gehört dann vorbereitet. Also auch die Männer gehören mit ins Boot und müssen gebrieft werden. Das ist einfach wirklich eine besondere Phase in all diesen vielen besonderen Phasen, das Frühwochenbett. Also sprich die ersten 2 Wochen, würde ich mal so sagen. Also es gibt keine festen Definitionen. Das Wochenbett selber dauert sehr viel länger insgesamt. 8 Wochen, sagt man. Genau, also das zentrale Wochenbett dauert so 8 Wochen. Aber eigentlich ist die Definition von Wochenbett dann, wenn der Körper sozusagen in einem annähernden Zustand wieder ist, wie er vorher war. Und das Ingangkommen des Menstruationszyklus sozusagen gehört eigentlich zum Ende des Wochenbettes. Das dauert ja meistens viele Monate. Also wir würden jetzt heute hier über die ersten 2-3 Wochen sprechen, das spätere Wochenbett bis zur 8. Woche in etwa. Ist wirklich ein besonderer Zustand, bis so was wie Alltag überhaupt wieder denkbar und vorstellbar ist. Ja, ja, also ich weiß noch aus meiner ersten Geburt, dass ich mich zum Beispiel gar nicht aufs Wochenbett vorbereitet hatte. Ich habe mich irgendwie nur auf die Geburt konzentriert und alles andere danach, das habe ich ausgeblendet. Auch das Thema Stillen und so, ich dachte, das flutscht sowieso super easy. Und auch mit dem Wochenbett, dass man da einfach zu Hause abhängt. Ne? Ja. Aber es war dann doch irgendwie eine sehr intensive und auch sehr emotionale Zeit, wo ich noch nicht mal 5 Minuten so eigentlich für mich hatte, sag ich mal. Wenn dann nur einmal kurz unter der Dusche und dann klopfte es schon an der Tür. Ich glaube, er hat Hunger. Ja, und ich heulend unter der Dusche. Oh, lass mich doch einmal kurz einmal hier bleiben. Ja, 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 also ich glaube, so dieses, was man ja auch vielleicht so ein bisschen unterschätzt,
man ist ja dann wirklich von jetzt auf gleich mit dem Baby alleine als Paar. Sofort muss man da irgendwas. Und das Baby machen. Macht irgendwas, maunzt da so rum, sage ich jetzt mal, äußert sich im Sinne von Mama, Papa tut was. Ja. Und man weiß ja am Anfang auch noch nicht so genau, hat es jetzt Hunger oder ist es jetzt müde oder hat es Bauchweh und was macht man dann? Ja. Es ist einfach, man ist da schon ziemlich reingeworfen in dieses Elternsein, was ja ganz viele Fragen aufwirft. Es geht ja nicht darum, dass man immer alles richtig machen will, aber man will zumindest die Grundbedürfnisse vom Baby erfüllen. Mhm. Und dann weint das und pupst und der Windelinhalt sieht komisch aus. Ist ja alles irgendwie, dass man denkt, soll das so? Er kriegt das genug Milch oder... Ja, also diese ganzen, genau, diese ganzen Zweifel und Fragen, die man einfach so hat. Also natürlich, wie gut, dass es Hebammen gibt, die dann irgendwie einmal am Tag kommen und einem irgendwie auch so eine Liste an Fragen beantworten. Ja, das stimmt. Davon hat man meistens viel mehr, als man vorher dachte. Und kannst du denn schon so ein paar Do's and Don'ts, wenn man das so nennen kann, so auf Anhieb sagen? Also das wirklich Zentrale, wo wir Hebammen echt gebetsmühlenartig immer wieder das Gleiche sagen, ist tatsächlich, es erstmal so auch ernst zu nehmen. Also das Wochenbett wirklich als so einen Raum auch dem einzuräumen. Also dass klar ist, dass ihr versorgt seid. Ne? Also dass die Frauen wirklich raus sind aus allem. Jetzt gerade auch beim zweiten Kind, da ist es ja dann auch nochmal ein Thema, so das große Kind ist ja da und so ein munterer 2-3-Jähriger, der braucht ja, also er braucht regelmäßig was zu essen, der braucht Auslauf auf dem Spielplatz, der braucht seine Tagesstruktur, der wird irgendwann müde und hat seine Rituale und das machen zum großen Teil eben nicht die Mütter. So, also natürlich bist du als Mutter weiterhin für dein Kind da, aber du stehst nicht auf und kochst die Spaghetti Bolo in der Küche. Na, also so diese Versorgungsstruktur, nenne ich das jetzt erstmal ganz banal, ist eben wichtig, dass das innerhalb der Familie geklärt ist, also dass die Frauen das nicht machen, Punkt. Weil das bestimmte Dinge einfach allen Beteiligten klar sind. Und wenn der Mann das aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch nicht leisten kann, weil er arbeiten muss oder eingespannt ist in andere Dinge oder sowas, dann muss man für irgendeine andere Option sorgen. Ob es jetzt die Mutter ist oder eine Haushaltshilfe, die man sich organisiert oder so. Ganz klar ist nur, die Frauen machen das nicht, Punkt. Und das nicht aus lauter Hebammenromantik, weil ich finde, dass das so ganz kuschelig ist im Bett, sondern aus wirklich medizinischer Indikation. Die Frauen, die sich nicht schonen in der ersten Zeit, die entwickeln natürlich auch körperliche Symptome dann. Die kriegen dann Milchstau oder irgendwie die Blutung ist zu doll oder eine Darmverletzung, die soll ja auch schön heilen und so. Das braucht wirklich diese Rühe. Medizinische Indikation, Punkt, und überhaupt keine Diskussion. Da werden wir dann ganz streng. Ich meine, das ist ja auch Stress, der dann entsteht, ne, für die Frau. Oh Gott, da muss ich noch dies machen und das machen. Und Stress, weiß ich ja noch aus meiner Zeit, hat ja zu Milchstau geführt bei mir. Das ist so. Das kann man jetzt auch irgendwie hormonmäßig erklären, ne? Also Cortisol. Wenn man Stress hat, dann schüttet man mehr Cortisol aus und das macht einfach eine Engstellung der Gefäße und auch eine Engstellung der Milchgänge. Und die gehen dann zu. Mhm. Ja, typisch so Schwiegermutter im Anmarsch. Oder, man streitet sich, weil man hat sich das alles anders vorgestellt. Ja. Und du hast doch gesagt, und jetzt ist es schon 19 Uhr und ich habe immer noch kein Abendbrot gegessen und so. Also, und schwuppdiwupp, am nächsten Tag, dann merkt man, der Busen ist hart und man kriegt ein bisschen Temperaturen, ruft dann die Hebamme an, die fragt als erstes, was war denn los? Ich, ne? Genau. Ja. So. Und wenn die Hebamme dann fragt, was war denn los, dann fällt den Frauen immer irgendwas ein. Also im Sinne, manchmal auch nur sowas, ja, wir haben dann gestern die Geburtsurkunden vom Standesamt abgeholt, da wollte ich dann schon mit, weil auf dem Rückweg haben wir dann nochmal 2 neue Bodies gekauft, die waren ja doch alle, also so, Gott, man fängt dann an zu früh zu machen. Das ist fast immer der Grund für irgendwas, was doof läuft im Wochenbett. Ich finde aber auch, dieser ganze Papierkram ist jetzt auch nicht besonders förderlich, ne? Nee, macht das alles, also ganz klar, macht so viel wie möglich vorher. Ja. Ja, diese ganzen Anträge da, die kann man entweder online auch abschicken, also Kindergeld, glaube ich, mittlerweile zum Beispiel, aber das jetzt habe ich übrigens gestern ausgedruckt. Das ist gut. Ne? Also, dass man das alles, und natürlich könnt ihr das noch nicht abschicken und beantragen, weil das Baby ist ja noch nicht da. Aber dass ihr das vorbereitet und alles schon eintragt, bis auf das Geburtsdatum, und natürlich müsst ihr in der Geburtsurkunde noch dran tackern und so. Elterngeld finde ich ja sowieso die Pest, diesen Antrag, da sagen wir jetzt auch an der Stelle nichts zu, weil das so, aber dass ihr diesen ganzen nervigen Papierkram, der immer nervig ist im Leben, dass man sich den vorher, also Kindergeld, Elterngeld, dass man sich über die Krankenkasse was überlegt, wo das Baby dann krankenversichert sein soll, und dass man sich das alles schon mal vorbereitet, damit man nachher wirklich nicht mehr viel zu tun hat, außer Namen, Geburtsdatum eintragen und losschicken. Und dann abschicken, ne? Am besten schon frankieren und so. Okay. Und was würdest du sagen, Unterstützung für die Heilung? Also es gibt ja jetzt verschiedene Wehwehchen, die man hat, aber so allgemeine unterstützende Hilfsmittelchen? Ja, also ich würde sagen, Heilung betreffend, das sind im Wesentlichen 2 Themen. Einmal die Brustwarzen, da reden wir beim Stillen, glaube ich, drüber. Ne? Ja. Also wunde Brustwarzen ist ein Thema im Wochenbett, bei fast allen Frauen, die stillen. Ja.
Ihr werdet überall lesen, das liegt im Wesentlichen daran, dass das Baby erstmal das Saugen richtig effektiv und schonend sozusagen auch üben muss. Mhm. Aber es ist nicht immer so, dass jede wunde Brustwarze heißt, das Kind saugt falsch. Das wird, finde ich, für mein Gefühl relativ häufig missverstanden. Im Sinne von, mache ich wohl irgendwas falsch. Es ist immer wichtig, da genau hinzugucken, das Richtige anlegen. Da kommen wir, wie gesagt, beim Stillen zu. Aber wunde Brustwarzen ist ein Thema, mit dem, also 95%, würde ich sagen, aller stillenden Mütter haben das in den ersten Tagen. Mhm. Ich verspreche euch hoch und heilig, es geht wieder weg. Aber es ist in den ersten 3 Tagen total normal, sich vorzustellen, man legt das Baby an und kriegt das dann irgendwie hin, dass man da erstmal au, 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 so, das geht vorbei. Also die Idee, die man dann hat, und das soll ich jetzt 6 Monate machen, wie toll ist das denn? Das hat nichts mit dem zu tun, wie ich mir das so romantisch vorgestellt habe. Das geht wirklich vorbei. Ja. Stillen wird nachher nicht mehr schmerzhaft sein, aber deshalb braucht man irgendwas für die Brustwarzen. Ja, definitiv. Also ich hatte so eine Fettcreme. Mhm. Mhm. Genau. Also es gibt da eben spezielle Sachen, die man gut nehmen kann. Ja. Meistens ist der Hauptbestandteil Lanolin. Das hat sich in Studien herausgestellt als sehr effizient, so die stillende Brustwarze sozusagen gut zu heilen. Das ist Wollfett. Ne? Und das ist eben in dieser Form besonders aufgereinigt und so präpariert, dass es eben auch steril ist, also dass eben keine Keime an der Brustwarze dann landen, die dann hingehören. Und du musst die Creme nicht abmachen, weil das genau. Kind das ja... Genau, das Baby darf das mitessen. Das ist natürlich alles top bio. Ja, also die Reste. Ne? Also dass man dann irgendwie denkt, so, muss man sich die Brustwarzen vorher noch abwaschen oder sowas, muss die Reste, die dann noch irgendwie also halb eingezogen sind, ja, und so können draufbleiben. Und alles andere, also wenn man jetzt wund unten ist, aus welchem Grund, man ist halb wund, Da ist ein Baby durchgerutscht. Ja, also das fühlt sich natürlich, ich will mal sagen, immer, ob Geburtsverletzung ja oder nein, die vaginale Region erstmal so ein bisschen mitgenommen an. So. Mhm. Und je nachdem, manchmal sind Geburtsverletzungen da, kleine Dammrissverletzungen, die versorgt werden oder auch ein Dammschnitt muss ja auch manchmal, ist das ja manchmal notwendig und es braucht Zeit, um zu heilen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, so, wo viele Frauen echt Schiss vorhaben. So, also mein super intimer Raum da, soll das Baby überhaupt raus, ist ja eh schon crazy von der Vorstellung, passt aber. Aber da verletzt zu werden, da haben viele Frauen Schiss vor. Das heilt wirklich erstaunlich schnell an allen Körpereintrittspforten, also Mund, am Popo und vaginal heilen Wunden ja glücklicherweise sehr schnell. Und man kann so ein bisschen was Unterstützendes tun, um die Wundheilung zu unterstützen. Einfach, dass man von Anfang an zum Beispiel, wenn man duscht oder so, sich natürlich auch waschen kann. Also viele Frauen haben Schiss da irgendwie. Man nimmt einfach mildes Duschzeugs, was ihr so habt. Das kann man auch von Anfang an machen. Also die Wunde sozusagen von dem Wochenfluss, dem sogenannten, also der Blutung, die ja immer von oben aus der Gebärmutter sozusagen nachkleckert, die Wunde immer mal zu spülen. Mhm. Auch wenn man auf Klo ist, also pinkelt oder so. So ein Messbecher, so neben das Klo stellen und so ein bisschen duschen. Ja. Oder eine Gießkanne. Also natürlich keine, die schon monatelang bei euch in Betrieb ist, also schon klar. Ne? Ja. Also, ne, dass man einfach so ein bisschen lauwarmes Wasser, einfach ohne alles, reicht meistens schon. Also man braucht nicht unbedingt Wunderwas-Gimmicks. So. Mhm. Was es gibt, habe ich auch in meiner Kiste, werde ich euch gleich nochmal zeigen, speziell zur Pflege. Finde ich Sprays so ganz gut in der Anwendung, weil alles an Salben, manchmal traut man sich noch nicht so richtig da was drauf zu machen. Dann alles, was man so in das Spülzeugs reintun kann, gibt es auch. Da kann man Kalendula oder Essenz reinmachen. Man kann auch, früher hat man relativ viel Sitzbad auch gemacht. Sitzbäder finde ich grundsätzlich auch gut. Sie sind halt auch nur relativ aufwendig, sage ich mal. Also wie du eben gesagt hast, man ist so unter Dusche und auf Klo, das Kind heult schon wieder. Ja, so, genau. Dass man dann irgendwie denkt, oh, kaum hat man sich da in irgendwas Sitzmäßiges reingehockt, muss man schon wieder aufstehen, weil das Kind... Richtig. So. Und da finde ich so Sprays, das ist so mein Wochenbettkorb, wo ich immer so ein paar Sachen so reintue, die man vielleicht nochmal zeigen kann. Genau, also was ich total praktisch finde, einfach auch für die Anwendung, sind so Sprays. Ne? Es gibt von Motherlove zum Beispiel gibt es eins, ich habe in meiner Serie auch eins, das sieht so aus, Recover Spray heißt das. Das ist aus reinen Hydrolaten, also Blütenwässer, so Hamamelis, das ist so Zaubernussextrakt, was auch so eine heilende Wirkung hat. Und was daran ganz gut ist, ist, dass man die einfach immer mal so nebenbei, die hat man im Bett liegen, die Flasche, und kann immer mal so ein bisschen sprühen und muss nicht ins Bad rennen und so. Ja, das stimmt. Und das kühlt so ein bisschen und ist einfach, brennt null, da ist auch kein Alkohol oder irgendwas drin. Kann immer mal so ein bisschen was Pflegendes auftragen, ohne drauf fassen zu müssen. Und es kühlt so ein bisschen und hat so eine lindernde, fühlt sich irgendwie gleich super angenehm an. Mhm. Kann man auch super nehmen, wenn das Baby mal einen bunten Popo hat zum Beispiel. Gab's das vor 3 Jahren auch schon? Nee. Also ich habe ja so eine kleine Range gegründet, eben weil ich als Hebamme finde,
das ist so Sachen, warum gibt es die nicht? So, ne? Und dann mache ich es halt selber. Ja, so. Ja. Und deshalb habe ich dieses Spray entwickelt, weil ich so diese Anwendung so ganz praktisch finde. Also es gab, vielleicht von Mother Love gab es das schon vor 3 Jahren, aber das ist schon eher so ein bisschen fancy Stuff. Ja, total. Also ich hatte nie irgendwie davon was gehört, aber wie gesagt, ich hatte mich auch nicht besonders aufs Wochenbett vorbereitet. Das war wohl mein Fehler. vielleicht hätte ich das ja dann gefunden, aber ich glaube, so ein Spray ist schon echt hilfreich, vor allem, ne, wenn man keine Zeit hat oder das Kind nörgelt wieder. Vielleicht habt ihr dann, also ne, es gibt dann Frauen, die sagen so, ach, dann brauche ich das ja vielleicht gar nicht. Also ich finde ja auch immer Produkte gut, die man, wenn man jetzt das Glück hat, keine Dampfverletzung zu haben. Wie gesagt, wenn das Kind einen wunden Po hat, ich habe auch, also ne, bei Schürfwunden, das war so mein ultimativer Test bei meinen Kindern im Sinne auch von, brennt das nicht. Ja. Ne, wenn die im Sommer dann mal hinfliegen und nackte Knie haben oder so, das ist einfach ein super, auch so zur Wundreinigung, auch zum Nabelreinigen. Mhm. Ne, wenn der Bauchnabel vom Baby, der ist am Anfang ja auch noch nicht so ganz fertig, da ist am Anfang ja so dieser kleine Nabelschnurstummel noch dran. Ich bin sehr minimalistisch auch geworden als Hebamme in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man schon fast sagen. Ich mache eigentlich immer weniger und ein guter heilender Nabel, da muss man auch nicht permanent irgendwas dran rumfummeln oder reinigen, der gammelt ja sowieso ab. Irgendwann fällt er ab und dann muss man jetzt auch nicht viel machen, aber wenn der tatsächlich mal ein bisschen Sekret absondert oder ein bisschen blutig ist oder sowas, dann kann man einfach so die Reste so ein bisschen vorsichtig abwischen und das ist halt auch gut, wenn man da nicht Alkohol für nimmt. Also im Krankenhaus wird meistens den Leuten da irgendwie so ein Alkoholzeug geben. Das tut den Kindern einfach weh, das brennt ja, ja, ne? Und dafür finde ich das zum Beispiel auch ganz auch nett, ja. Und also Sitzbäder hatten wir jetzt gesagt, Spray und Brustwarzencreme. Ne? Genau, also das finde ich sind so die Standards. Mhm. So, ne? Also was jede Frau, die eine mehr, die andere weniger, natürlich, je nachdem, das weiß man eben vorher nicht so genau, einfach wirklich also von uns Hebammen immer die Hauptbaustellen sind, wo alle Frauen irgendwie ein Issue mit haben. So. Binden sollte man sowieso haben, ne? Also diese ganz großen... Ja, hat man ja auch nicht. Oder? Genau, so heißt so eine Marke, die das macht. So. Also erstmal braucht man überhaupt Binden in einem Format, die man sonst nicht so gewohnt ist. Ich habe auch in meiner Kiste dabei, soll ich meine zeigen. Ja. So. Ja, genau. Ne? Also das ist dann sozusagen das Format. Das hat wenig mit Always Ultra Slip Einlage zu tun, wo man denkt, oh mein Gott. Aber ihr blutet in den ersten Tagen nach einer Geburt deutlich mehr als eine Menstruation. Auch vielleicht gut zu wissen, fragen dann auch viele Frauen oder sagen viele Frauen, oh Gott, warum hat mir das keiner gesagt? Weil die sich schon auch, kann man sich schon erschrecken, ja, oder? Wenn man so das, ja, die definitiv ersten 1-2 Tage eine Zeit gelegen hat oder so und dann das erstmal aufsteht und dann wirklich so ein ordentlicher Schwellblut aus dem Haus läuft. Da braucht man dann sowas. Es ist einfach von der Menge Blut in den ersten 48 Stunden vor allen Dingen richtig viel. Da braucht man 2 übereinander gelegt. Ich glaube, ich habe die in die Tiefkühltruhe gelegt. Ja, zum Kühlen auch ein bisschen, ja. Gibt es da noch einen anderen Trick? Kann man da was machen? Also man kann zum Beispiel auch, das machen auch einige, die Spray zum Beispiel, ich will jetzt nicht überstrapazieren, man kann auch Calendula-Tinktur, also man kann auch sowas da so drauf tun und Kühlschrank oder Eisfach, das kommt so ein bisschen drauf an, wie kalt mag man es haben. Ja. Je mehr da drauf ist, was wirklich richtig gefriert, umso eher würde ich eher sagen Kühlschrank. Ja. Also wenn das richtig durchgefriert, man tut sich sozusagen ja kein reines Eis da drauf, da würde Kühlschrank reichen, aber so kühlende Auflagen, so das ist häufig ganz angenehm, gerade so in den ersten Tagen nach der Geburt, das kann man ganz gut machen. Zweite Information vielleicht an der Stelle, die Menge der Blutung, die solche großen Formate erfordert. Das zweite ist vielleicht auch die Dauer der Blutung. Die ist eben nicht wie mit einer Menstruation nach 4-5 Tagen oder so vorbei. Okay. Wie lange geht die nochmal? So sind eher so 4 Wochen, manchmal sogar auch 6. Ja. Nicht schlimm und es wird natürlich auch deutlich weniger. Ihr braucht nicht 6 Wochen lang solche Teile. Aber habt 6 Wochen lang irgendwas an Einlagen in der Unterhose. Und da finde ich das dann schon auch wichtig, aufs Material zu achten. Mhm. Meistens hat man diese also herkömmlichen Einmaldinger so. Ich empfehle immer, und auch nicht nur ich alleine, sondern im Prinzip fast alle Hebammenkolleginnen, die ich kenne, eben so wenig Hightech wie möglich. Ja, alles was so mit irgendwelchen Gelabsorbern, super Hightech-Innendings und so. Das ist halt reine Chemie, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Was natürlich auch an der Haut wirkt. Und das ist ein Unterschied, ob ihr das 4 Wochen bei einer Menstruation an der Haut habt oder 4 Wochen. Nach 4 Wochen, alle Frauen, die ich so, ne, die haben alle, die also reagieren. 4 Tage versus 4 Wochen, meinst du? Genau. Und deshalb, es gibt ja auch tatsächlich, jetzt wird es vielleicht ein bisschen fancy, aber es gibt die auch in Stoff. Also wenn man nachher ab Woche 3, 4, wenn das nur mehr so eine Schmierblutung nur noch ist, die halt, die sind halt aus Stoff. Ach so. Baumwolle. Und da ist dann meistens irgend so eine Schicht dazwischen. Es gibt die auch in total plastikfrei. Es gibt mittlerweile auch wirklich Binden aus Biobaumwolle. Zum Beispiel auch bei DM. Bei DM? Einhornbinden. Auch in der Größe? Ja, die sind ein bisschen kleiner. Also ganz für am Anfang gibt es wirklich, also da fragen die Frauen auch, wo kriegt man das?
Das kriegt man am ehesten entweder als sogenannte Fließwindel im Windelregal. Das sind die Pelzis, ja, die du eben angesprochen hast. Die Pelzis, aber die haben eine Plastikfolie drin. Ah ja, okay. Das, Hartmann ist so eine, im Krankenhaus gibt es die auch. Das ist reine Watte und reiner Zellstoff, nichts sonst. Ja. Und die finde ich am besten. Die kriegt man, also kann man entweder bestellen oder sowas, wenn ihr Hartmann... Okay. Wöchnerinnen Einlagen oder sowas, wenn ihr kann das kann ich ja mal googeln und verlinken. Dann, dann findet ihr das. Also ihr braucht am Anfang wirklich groß, lang, dick. Ja, und irgendwann kann man dann umsteigen. Das ist vielen Frauen einfach viel hautfreundlicher, wenn das eben dann nicht mehr so viel ist. Also klar, das ist Baumwolle, das gibt es dann auch noch dicker und so. Ne? Mhm. Aber wenn man einfach wirklich auch 4 oder 6 Stunden mit so einem Ding rauskommt, dann ist das für viele Frauen viel hautfreundlicher, sich Baumwolle an die Haut zu tun. Und die stellen wir in die Waschmaschine. Ich habe ja jetzt eine Oschi-Unterhose bekommen. Die Uschis, ja. Uschis. Genau, habe ich auch hier nicht drin, habe ich aber auch verschiedentlich immer schon mal gezeigt. Ja. Period Panties heißt sozusagen der neue Fachbegriff. Voll im Trend. Oder? So genau, es sind Unterhosen, die sozusagen, wo man keine extra Binde reintut, weil die mit mehreren Schichten und die sehen auch echt nicht schlimm aus. Nee. Also wenn man das so hört, so Period Panty, schwarze denkt Unterhosen. Man, genau, denkt man an irgendwelche komischen Oma-Schlüpfer, die super fies irgendwie so. Und das sind wirklich hübsche schwarze Unterhosen, die man auch anhaben kann, ohne dass man von außen sieht, dass das eine Period Panty ist. Ist ein bisschen dicker so. Genau, ne? Das Mittelteil sozusagen ist ein bisschen dicker, also vielleicht so ungefähr, aber das ist schon, finde ich, smart gemacht vom Schnitt und so, dass das jetzt überhaupt nicht komisch aussieht. Ich liebe die Dinger. Aber wie lange kann man die tragen? Die muss man ja dann einmal am Tag. Genau, also bei den Uschis jetzt speziell ist es so, die halten eine Menge von 3 Tampons. Blutungsstärke halten die aus. Ich sag jetzt mal Woche 3, 4 im Wochenbett, kann man die schon Tag übertragen. Ja, interessant. Also es gibt so viele neue Sachen, die ich einfach vor 3 Jahren oder bestimmt ihr da draußen ja auch vor ein paar Jahren noch nicht kanntet, ne? Und Uschis, also Period Panties sind ganz neu. Also die gibt es nur in einem Jahr. Das stimmt. Das ist ja auch das Tolle, finde ich, dass so diese ganzen Frauenthemen aus so einer komischen Tabu-Ecke rauskommen und man sich da wirklich einfach vernünftige Gedanken macht, was hilft denn und was ist gut und was, also es geht ja nicht immer nur darum, ob das hübsch aussieht, aber dass man irgendwie so diese komische Befangenheit von irgendwelchem Medizinmaterial verliert. Toll, also wenn man merkt, es fehlt irgendwas, dann sollte man da vielleicht machen. Was gründen. Ne? Ja, genau. Ja. Gut, also wir hatten das Thema jetzt gerade ganz kurz angeschnitten, dass wenn man schon ein erstes Kind hat zu Hause, ein Kleinkind, wie kann man sich denn das Wochenbett dann genau vorstellen mit 2 Kindern? Hast du da Tipps? Mhm. Also auch da wieder das A und O Vorbereitung, ne, dass man einfach wirklich klar regelt in der Familie, wie man sozusagen die Infrastruktur für das große Kind, also zur Kita bringen und die Mahlzeiten und die Rituale, wie man die gut einfädelt. Ich finde auch für uns Frauen, also ich habe ja auch 2 Kinder, ist das auch ein Thema, dass man natürlich das erste Kind als solange es noch das einzige Kind ist, sich ja auch gar nicht so vorstellen kann, dass man so denkt, oh Gott, mein armes Kind so ungefähr, ich bin dann gar nicht mehr verfügbar und es leidet und es wird alles ganz schrecklich. Dass das Schlafzimmer wirklich zum zentralen Raum der Wohnung wird. Die Kita bringen und abholen, das macht man am Anfang halt nicht, aber natürlich sind alle Kuscheleinheiten wichtig. Wichtig ist eben aber gleichzeitig, dass Mama nicht so viel in der Wohnung rumflitzt und auch ein Signal, finde ich, geht davon aus, Mama ist im Bett. Aber dass die Kinder dann natürlich zu Mama ins Bett kommen können und sollen. Und dass man dann auch sehr schnell beim zweiten Kind, kann man sich beim ersten auch überhaupt nicht vorstellen, im Multitasking, also sprich ein Kind zu stillen und gleichzeitig eine Geschichte vorzulegen, vorzulesen oder so. Das geht dann auch irgendwie irgendwann. Dann essen alle zusammen im Bett oder sowas. Dann guckt man halt, dass es irgendwie am besten auf dem Schoß kompatibles Essen ist. Irgendein paar, also die Kinder werden jubeln, ein paar Pommes und dazu irgendwie ein bisschen Ketchup mit Mama im Bett zu lernen. Also man kann sich das Wochenbett ja auch schön machen. Dass man da dem Kind natürlich auch signalisieren darf, es ist jetzt eine Ausnahme. Es ist für alle eine Ausnahmesituation und auch für das Baby und dann sind Ausnahmen erlaubt. Also im Sinne von dem Kind ist schon klar, das ist die Ausnahme von der Regel, genauso wie das bei den Großeltern ja auch ist. Und das können Kinder ganz gut. Da muss man jetzt nicht Sorge haben, oh nein, gerade hat man etabliert, dass bestimmte Sachen so oder so laufen, dass man das dann nicht unbedingt im Wochenbett anfängt mit neuen
neuen Regeln und sich da dann auch so streng hält. Ich habe nämlich das auch so ein bisschen die Angst, dass ich dann, du siehst ja gerade das Bett hier von Noah im Hintergrund, dass ich dann da liege mit Baby und ihm dann halt vorlese und das ist super eng und ich weiß nicht, der braucht ewig zum Einschlafen, so 2 Stunden und ich weiß nicht, wie das dann wird, wenn das Baby dann zwischenzeitlich quakt, ne? Ja, ja, also das steht allen Frauen bevor, so dieses ins Bett gehen Szenario, gerade dann, wenn man in Situationen eben auch nicht immer zu zweit ist natürlich, wie soll man das denn bitte hinkriegen? Mhm. Das ist mit einem Kind ja schon kompliziert genug und wenn da irgendwie, wie du sagst, noch ein Baby ist, was dann im falschen Moment, wenn gerade eingeschlummert wird, dann die Schnullerfee möglichst nicht bestellen, 3 Tage vorm errechneten Termin oder so. Ne? Also, dass man einfach nicht zu viel an Veränderungen noch on top in diese Zeit stopft und dass man einfach sich auch im Klaren darüber ist, dass Kinder das ja grundsätzlich alles super finden, was man denen auch so verkauft als super. Glaube ich, schwierig ist, wenn man das schon als Eltern so problematisiert, im Sinne von, oh, du armes Kind, du wirst jetzt von deinem Thron geschubst. Die Idee ist natürlich, dass das Kind kriegt einen Kumpan, kriegt einen Buddy, kriegt ein Geschwisterkind. Das ist irgendwie das Tollste der Welt, einen Gefährten zu haben und sozusagen unter den Erwachsenen nicht allein zu sein. Oft ist auch so ne, die Begeisterung, die man als Eltern natürlich hat, oh, und guck mal, du hast sie, ist dein kleines Brüderchen, Schwesterchen. Und dann sagen, ja, schön, und die Lego spielen. Also so, ne, na klar, kommt dann einfach alles auch in so einem Familiengefüge an und Kinder sind da meistens viel unkomplizierter, als man so denkt. Ja, ich finde es auch da wichtig, eine realistische Einschätzung zu haben und es gut vorzubereiten. Das heißt zum Beispiel, wenn man einen Babysitter hat, zum Beispiel schon fürs erste Kind, dass man den auch ruhig irgendwie regelmäßig dann bestellt und sei es tagsüber, auch wenn man selber da ist. Also die Idee, oder auch mit der Oma ein Programm. Absolut. Bestellen. Wenn Familienangehörige sind, natürlich immer das Tollste, weil Blut ist dicker als Wasser, auch für die Kinder. Mhm. Und wenn Oma sozusagen verfügbar ist und da ist und sich einbringen kann, dann ist das immer natürlich total toll. Das ist das Thema, da hatten ganz viele geschrieben, Baby Blues. Mhm. Vor allem kann man das vorbeugen mit Tees. Ja. Wie hoch ist die Gefahr, beim zweiten Kind wieder einzubekommen? Und können auch Väter den bekommen? Ja. Also vielleicht da erstmal so zur Begriffsklärung. Baby Blues ist ja so ein Wort. Ich würde das in erster Linie auch vor allen Dingen ganz wichtig abgrenzen von einer wirklichen Wochenbettdepression. Mhm. Das sind wirklich 2 verschiedene Dinge. Der Baby Blues ist sozusagen so die emotionale Variante von durch den Wind sein nach einer Geburt. Mhm. Man kann das auf die Hormone schieben. Kein Wunder, dass man durch den Wind ist, man hat ein Baby gekriegt. Mhm. So mit allem, was da dran hängt. Ihr habt erstmal eine körperliche, existenzielle Erlebnis hinter euch, nämlich eine Geburt. Und da muss man erstmal wieder Boden unter die Füße kriegen. Und dann hat man da dieses Baby und schaut es an und ist einfach ja nur geflasht von Gefühlen, die sich total mixen und in einem wilden Durcheinander ja auch oft sind. Also, dass man sich natürlich freut und total glücklich ist und es gar nicht fassen kann, dass das Schicksal einem so gnädig war und so ein gesundes, super süßes Baby geschenkt hat. Also allein deshalb kann man ja schon heulen, da muss man ja nicht gar nicht im Wochenbett sein. Das finde ich auch total in Ordnung, dass das so ist und das ist ja nicht schlimm. Man wird hoffentlich nicht zu hören kriegen, oh, was weinst du jetzt schon wieder, ist doch alles super, jetzt freu dich mal. Mhm. Gibt's aber auch noch. Sondern einfach, ja, soll ich einen Tee machen? So, das ist natürlich so. Also auch wie Hebammen, ne? Wenn dann die Frauen kommen, so, oh, endlich bist du da und ich muss immer so weinen und ich weiß gar nicht warum. Ist ja auch einfach, dass wir sagen, ja, so ist das. Es ist eben was anderes als eine Depression. So. Das ist was komplett anderes. Also Baby Blues in Abstufung haben das ganz viele Frauen. Ich würde sogar sagen, fast alle. Die eine mehr natürlich und die andere weniger. Auch die eine leidet vielleicht ein bisschen drunter als die andere. Die empfindet es einfach als, es ist okay, heule ich halt ein bisschen. Also das würde ich überhaupt nicht pathologisieren, sondern würde es eher aufnehmen in, rechnet ruhig damit, kann sein und sorgt eben dafür, dass alles drumherum eben auch stabil ist. Mhm. Also Besuch ist willkommen, der willkommen ist, aber alles an anstrengenden Verwandtschaftsbesuchen und so kann man gerne auch ein bisschen aufschieben, weil man hat in so einer emotional fragilen Situation möglicherweise keine Lust, die Cousine dritten Grades mit Kuchen zu bewirten, nee, wenn man eigentlich so, ne, wenn man einfach nur in Ruhe heulen will und irgendwie Luft an die Brust warzen lassen will und sowas. Finde ich so die erste Zeit sowieso ganz gut, wenn auch da so ein bisschen Schutz da ist. Wochenbettdepression an sich ist also so selten nun auch nicht, aber davon muss man in der Weise keine Angst haben, dass das jetzt jede zweite Frau trifft oder so. Aber man rechnet ungefähr mit so einer 10-15%igen Häufigkeit, dass Frauen eine Wochenbettdepression entwickeln. Und die entwickelt sich manchmal quasi so nahtlos aus einem Baby Blues heraus. So dieses Glück, was man irgendwie, mit dem man so gerechnet hat oder auf das man sich so freut, das kommt irgendwie so gar nicht. Mhm. Also, dass man so dieses
Depression zeichnet sich ja häufig auch eher durch eine Abwesenheit von Gefühlen aus. Also, dass man so sich emotional so betäubt fühlt und einfach dieses Glücksgefühl so fehlt. Und man kann das Baby und das Weinen und man denkt die ganze Zeit, was willst du eigentlich? Ich kann nicht auch noch so und so eine Bleischwere eher. Man wacht morgens auf und denkt so, Gott, wie soll ich den Tag überstehen? Mhm. Ich sage jetzt mal, ein normaler Grad von Erschöpfung macht das ja schon auch mal in Teilen. Also, dass man mal aufwacht und nicht weiß, wie man den Tag überstehen soll, ist ein rein ganz normales Muttergefühl. Also, meine Kinder sind schon groß, das habe ich auch ab und zu. Die Begrifflichkeit ist ja dann immer auch, ne, oft geht das ja auch vollkommen von alleine wieder weg. Also nicht alle Frauen, die eine Wochenbettdepression haben, leiden da jetzt Wochen, Monate drunter oder brauchen eine Therapie oder gar Medikamente oder so. Mhm. Sondern das ist einfach, beschreibt so eine typische Form einer depressiven Verstimmung, die man ja auch sonst im Leben immer mal kriegen kann, die gehäufter im Wochenbett auftritt. Es gibt ja so ein natürliches Mittel, Johanniskraut, ja. Ne? Kann man das eigentlich dann auch in dem Fall nehmen? Genau, also Johanniskraut ist mittlerweile auch ziemlich gut untersucht. Das kann man auch in der Stillzeit gut nehmen. Es gibt so ein paar Literaturhinweise, die sagen, kann die Milchmenge reduzieren. Ich finde sowas immer gut, nicht so ganz alleine auf eigene Faust zu machen. Also natürlich ist es nicht verschreibungspflichtig, aber ich würde zumindest auch immer die Hebamme ins Boot holen. Das hat verschiedene Gründe. Erstens ist sie eine Fachperson, auch so ein bisschen von außen den Blick zu haben, ja. Von Normalität. Und es hat auch die wichtige Funktion, dass die Frau sozusagen damit eben eine Form von sich Hilfe sucht. Und dass es sozusagen auch so ein Charakter hat von, ich formuliere das für mich, dass es mir nicht gut geht. Andere Dinge, an Nahrungsergänzung ist da zum Beispiel auch ein wichtiges Thema. Omega-3 spielt da eine wichtige Rolle, Vitamin D spielt da eine wichtige Rolle. Aber auch da würde ich nicht empfehlen, auf eigene Faust sich irgendwelche Pillen einzuwerfen. Ja. Und eure Hebammen kennen sich damit natürlich aus, ne? Dass sie einfach auch wissen, wann ist vielleicht auch ein Punkt, wo kann man dann hingehen? Also wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, die Wochenbettbetreuende Hebamme ist ja jetzt keine Psychotherapeutin. Ne? Und wenn es tatsächlich einen mehr braucht, dann ist die Hebamme natürlich interdisziplinär vernetzt und kennt sozusagen Orte, wo sie die Frauen hinschickt. Mhm. Also manchmal ist auch der Hintergrund, die Geburt war total kacke. Mhm. Also ich will, traumatische Geburt ist ein großes Wort. Aber auch das kann die Frauen so umhauen, dass man da einfach wirklich Aufarbeitung braucht. Ja, klar. Ich denke auch, dass das ein Riesenthema ist, gerade wenn man jetzt eine natürliche Geburt haben möchte und dann auf einmal Notkaiserschnitt hatte. Ja. Das ist ja für alle Beteiligten, glaube ich, ein Riesenschock. Ja, ganz genau. Ja, und Geburtserlebnis ist natürlich was, ne, ich beschreibe das immer so, das ist eines der ganz wesentlichen biografischen Erlebnisse sind, die wir in unserem Leben erfahren. Und die hat natürlich eine unglaubliche Reichweite. Mhm. Im besten Sinne habt ihr eine tolle Geburt und ihr profitiert sozusagen auch davon. Also ne, ich kann das sagen als Frau, die das Glück hatte, zwei ganz wundervolle Geburten zu haben. Und ich weiß, wie mich das stärkt und wie mich das kräftigt sozusagen in meinem ganzen Sein. Aber wenn das nicht so ist, das sucht man sich ja nicht aus. Ja. Oder das macht man nicht, weil ich Hebamme bin, weiß ich, wie das geht oder so, eine tolle Geburt zu haben. Überhaupt nicht. Wenn man das nicht geschenkt kriegt und tatsächlich, so wie du sagst, entweder eine Geburt erlebt, die sehr anders ist und mehr mit medizinischen Interventionen oder gar mit Notfallsituationen einhergeht, dann ist das erstmal, muss man das erstmal verpacken. So. Mhm. Und das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie das die Seele das kann, dass die das packt und dass die das schafft. Und bei anderen Frauen braucht es eben tatsächlich ein bisschen mehr an Unterstützung. Ja, auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema, ne? Und kannst du dann irgendwas zum Thema Tee sagen? Ja, Tee ist ja auch immer so ein bisschen mein Special, ne? Also Phytotherapie heißt es ja offiziell, also die Kräuterheilkunde, die bietet natürlich einiges an. Und es gibt natürlich auch emotional stabilisierende Kräuter. Also was ein ganz wesentliches Kraut da ist, also Johanniskraut zum Beispiel kann man auch gut als Teedroge trinken, ist Neroli. Ja. Hm? Kenne ich eigentlich aus meinen ätherischen Ölen. Ja. Oder? Genau. Und da hat es eine ähnliche Wirkung. Also Neroli ist sozusagen das Balsam für die Seele. Und das hat ein sehr, also Orangenblüten, ne? Das hat einen sehr feinen Geruch, ist auch ein sehr teures ätherisches Öl. Und das kann man auch in aromatherapeutischen, also als Öl, was man sich auf die Pulse tun kann oder auf den Bauch oder macht mit dem Baby gar nichts. Okay. Also so, das ist ja auch dann, na klar. Also weil man sagt ja immer ätherische Öle, Achtung, ne? Ja, das stimmt auch. Also die Neugeborenen selber, also gerade wenn die eine Erkältungskrankheit haben, also alle diese, ich sag jetzt mal, ein bisschen schärferen ätherischen Öle wie Minze oder Kampfer oder sowas, darf man beim Baby natürlich nicht verwenden. Das ist so das eine. Das zweite, was man auch immer sagt, die Mama soll nach Mama riechen und sich nicht, also auch, was weiß ich, mit Duschgel und Cremes und Deos und Parfums und so einnebeln. Aber reine ätherische Öle haben eben
den Effekt, dass sie sozusagen die Pheromone auch, also die nicht duftenden Stoffe, die das Baby fein wittert, dass sie die durchlassen. Ich habe dazu mal irgendwann einen Blogartikel geschrieben, in meinem Buch gibt es auch ein Kapitel, was Wochenbettkorb heißt, weil ich, die Idee von so einem Korb ist einfach, dass man so in Bettnähe das so alles da reinwerfen kann, weil sonst sucht man immer den Deckel von der Creme. Du hast jetzt ja auch noch einen Tee. Genau, also das ist auch wieder irgendwie der von mir, aus meiner Range, habe ich ja vorhin schon gesagt, so ein Milchbildungstee kennt ja jeder. Es gibt auch Wochenbett-Tees und einfach Tees, die diese besondere Situation im Wochenbett sowohl körperlich als emotional gut unterstützen. Also von diesem Neroli zum Beispiel, was wir gesprochen haben, ist in meinem Wochenbett-Tee auch mit drin. Also alles, was man so an typischen Themen dann so kennt. Cool. Gute Säfte finde ich auch immer wichtig. Man denkt immer, Saft darf man nicht, Obst nicht, weil ein Kind dann einen wunden Po kriegt. Genau. Das ist, Sanddorn. Sanddornsaft. Sanddorn ist enorm Vitamin C-haltig. Und Wollsäckchen und Wollmilch. Ja, genau. Da ein paar Sachen fürs Baby sind ja auch noch drin. Pflegeprodukte findet ihr hier jetzt nicht, weil ich finde, das ist echt bis auf Mandelöl und so. Mein Nippelbalm finde ich auch immer so super für einen wunden Popo und für raue Bäckchen irgendwie im Winter oder sowas. Aber was ihr alle braucht, und zwar, ich würde sogar fast sagen, bis auf die Monate Juli und August, dicke Wollsocken fürs Baby. Weil die Babys kommen raus und alle Körperenden, Hände und Füße, werden noch ganz schnell kalt, weil die Durchblutung noch nicht so funktioniert und die Temperaturregulation. Und deshalb brauchen Babys warme Füße. Aber auch für zu Hause? Ja. Ja, für zu Hause. Ne? Also in den ersten Tagen empfehlen Hebammen das gerne, auch wirklich in der Wohnung ein Mützchen aufzusetzen, weil die Kinder einfach noch ihre 37 Grad warmen Bauch gewöhnt sind und überhaupt noch nicht die Temperatur regulieren können. Und jetzt ist der Raum ja schon, normale Raumtemperatur ist ja genau richtig sozusagen, ne, 20, 21 Grad, ja. Ist ja deutlich weniger als 37 Grad. Ja. Reich mir mal kurz bitte dein Buch. Ich wollte nämlich zufällig nicht hier ich muss Buch. Es immer sagen, weil ganz ehrlich, weil das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Buch. Das ist von dir. Ja. Dein guter Hoffnung Hebammenbuch. Genau. Lexikon, würde ich dicker sagen. Schinken. Aber man findet zu jedem Thema immer etwas. Und meine Freundin, die ist gerade im Wochenbett, dann habe ich dir erstmal zwei Screenshots geschickt von ihrem Problemchen, was sie da gerade hat. Das mache ich tatsächlich auch. Genau. Und wenn ihr mehr von Karin sehen wollt, dann schaltet auch auf Instagram ein. Dort macht sie dienstags, ja, nicht immer, aber, nicht immer, auch aber immer öfter, ihre Dienstags-Sprechstunden abends. Das sind so Livestreams, ne? Manchmal mache ich es live und manchmal mache ich es auch als Story. Ja, genau. Also schaut auch da gern vorbei und vergesst nicht, Teil 1 von unserem Video zu sehen, von unserer Serie zu sehen. Die verlinke ich euch unten und seid gespannt auf Teil 3, dann werden wir das Thema Stillen ansprechen. Genau. Dann herzlichen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.